Oh mein Gott, ich verstecke mich in dem Schrank und hier sind 5 Bullen drin. Hallo meine lieben Freunde und willkommen zum vierten Part von The Escapist 2. Heute wieder mit am Start der gute alte Cynix. Cynix, willst du was sagen? Hallo? Hallo? Ja, ich habe gerade hier so einen Sack, einen Beutesack von niemand entdeckt. Von niemand? Ja. Okay. Gott, scheint, das steht, es steht wirklich, es steht Beutesack von niemand. Ist da was drin? Also, ja, ja, ich habe hier, was habe ich hier? Eine Leiterplatte, Schraubenzieher, Feuerzeug, willst du rauchen? Wachsstück Schnur. Okay. Geil. Ja, was gibt's zu sagen? Im letzten Part haben wir ein paar Aufträge ausgeführt. Ich schlage vor, wir machen das weiterhin so. Du hast hier eine neue Uniform. Ich würde dir vorschlagen, komm zu mir, nach oben zu dem, zum Kamerateam, zu dem ihren Büros, weil den Typ, den wir das letzte Mal zusammengeschlagen haben, von dem ich auch die Uniform habe, der ist wieder da. Dann könntest du dir auch eine besorgen jetzt. Ach so. Ich leide schon. Beziehungsweise ich kann ihn ja schon zusammenschlagen. Ah nee, das ging gar nicht. Hä? Wo haben wir die denn nochmal hergehabt dann? Aus dem Pult hier, glaube ich. Ah, da bist du. Ja, rechts musst du. Wo bist du? Hier oben. Genau so. Über dir. Ah ja, der den in der Ecke da, ja. Aber, nee, den konnten wir gar nicht zusammenschlagen. Geht gar nicht. Das hatten wir in dem Pult gefunden. Ja, genau. Hier drin. Aber wo? Ah, hinsetzen? Ich habe nur Erde gefunden. Ja. Aber wir müssen ja zusammen ausbrechen können. Ich meine, du musst das doch auch irgendwie in Uniform... Vielleicht kannst du... Da kannst vielleicht du nur kannst Sachen runterspülen. Vielleicht kannst du auch einfach die Tür öffnen und ich folge dir. Wahrscheinlich, vielleicht, ja. Wollen wir mal in so einen Tipp holen gehen? Nee, da gibt's nur noch Kampfmesser oder einen Blumenstrauß für deine Gefängniszelle. Aber wir sollten echt erstmal probieren, langsam mal, wie man hier ausbricht. Okay. Dann nehmen wir es ein Stockwerk runter. Was genau. Nee, das ist nur so eine Karte, glaube ich, an der Wand. So, die Musik ist total angenehm. Ja, ja, das ist so richtige Knastmusik. Ja, genau. So Liftmusik. Ja. Genau sowas. Dieses Arschwackeln sagenhaft. Was? Dieses Arschwackeln sagenhaft stand da. Also Telefon haben wir hier. Und den ersten Tipp habe ich ja schon geholt. Triff die Crew. Ausbruchtipp. Was hast du gemacht? Den Triff die Crew hast du gemacht? Ja, genau. Und dann mache ich mal Kammmesser. Aber das ist ja, ich glaube, du kriegst dann einfach nur ein Kampfmesser, oder? Kammmesser. Kammmesser, oder? Ich mache auch Herstellung, mal eins. Herstellungsanleitung habe ich bekommen. Ah, ich hab wie du das herstellen kannst, mehr nicht. Und Topfpflanze? Für 30 hat nicht genügend Geld. Ah, wie du ne, ich habe es gekauft, wie du eine Topfpflanze für deine Zelle herstellen kannst. Und wo siehst du die Anleitung? Wenn du auf dein Inventar drückst, also oben, da wo deine Leben sind und Energie und so, dann oben, ganz oben das Buch, das rote. Ja. Und da siehst du, ah nicht das Buch, das mittlere, fertigen. Ja. Und da siehst du die Rezepte und auch wie viel Wissen du dafür brauchst. Aha. Und ich nehme an, wo noch alles hell ist, das kann noch ausgefüllt werden wahrscheinlich. So ein bisschen wie bei Minecraft. Da kannst du die Sachen da unten reinziehen und dann kannst du es herstellen. Okay. Ja, ich habe jetzt... Ja gut, ich hab jetzt die Uniform von dem Kamerateam an. Und als Tipp stand da nur, beim Gefängnisausbruchstipp, ich soll die Crew treffen. Oh, hier ist ein Wachhund in deiner Zelle. Die durchsuchen deine Zelle. Schöne Hose, Kumpel. Ja, da werden sie eh nichts finden. Ich hab schon 3 Sterne. Ich gehe jetzt nochmal hoch zu der Filmcrew und mal gucken, was die mir so zu sagen hat. Beziehungsweise, ob ich denen irgendwie irgendwohin folgen kann. Vielleicht gehen die ja durch irgendwelche Türen, die nur aufgehen, wenn ich denen folge. Okay, jetzt passiert etwas wieder. Hä, müssen wir irgendwo Appell. Hin? Appell. Ah, jetzt kommt sowieso die Filmcrew hier. Ja. Die geht jetzt sowieso hier runter. Gut, dann treten wir mal beim Appell an. Ich bin der Erste, ey. So, ich war da. Jetzt kann ich wieder zur Filmcrew. Ah, nee, ist nichts passiert. Doch. Nee, du kannst nicht durch, das ging auch nicht bei den Polizisten. Mega komisch, ich habe nur gedacht, mit dem Outfit komme ich da vielleicht durch. Wo laufen die denn lang hier unten? Ah, die laufen, die kommen einfach hier wieder raus. Wow, das bringt ja nichts. Kann ich mit denen nichts machen? Nö. Ich kann nicht mal. Keine andere Mission auf der Karte bekommen?
Nee, nur eine, wo ich auch angenommen hatte, aber bevor ich die Uniform hatte. Das ist nichts Besonderes. Und bei Thrifty Crew, was hat dann gestanden? Nee, da steht nur Thrifty Crew, mehr nicht. Okay. Oh. Zurück zur Zelle. Warte mal, wo gehen die denn jetzt lang? Egal. Ich höre mal ein bisschen zu, was die reden. Ich hoffe, das ist ja, nicht schlimm, wenn ich jetzt nicht zur Zelle gehe. Egal. Geht's gut? Fragen die mich? Tja. Jetzt gehen die wieder in ihre Büro. Hier oben war ich glaube ich noch nicht. Du musst nicht in die Zelle zurück? Ich komme hier gar nicht raus, das ist mega unfair. Die sind hier durch die Sicherheitstür entkommen. Ich hab... Vielleicht... Hä? Ich komme nicht durch die Tür durch. Ja, wie ihr seht, muss ich mich hier ein bisschen erholen, bis wieder Tag ist. Die Minuten gehen schnell oder langsam. Ich leg mich auch schnell hin, dann können wir... Geht die Zeit schneller. Ach so. Ja. Siehst du, jetzt ist schon Tag vorbei. Jetzt geht's wieder zum Appell. Ja. Da war ich schon. Wieso habe ich jetzt den Stern? Ich verstehe das nicht. Ich habe doch gar nichts gemacht. Keine Ahnung. Was könnte ich machen? Ich gehe nochmal zum Telefon. Muss ich vielleicht auch Thrifty Crew machen? Hast du das Ding gekauft? Das oberste? Nein, ich habe nur das zweite. Nee, ich glaube, das ist ja nur ein Tipp. Das ist nur, wenn du nicht weißt, was du machen musst. Das kann nicht. Du musst. Ich glaube, es kann gut sein, dass du auch eine Uniform brauchst, da wir zu zweit sind. Aber ich wüsste nicht. Was haben wir hier? Bei dem Pult. Ein Besen, eine Dose, ein Kamm. Naja. Gibt es nicht noch irgendein anderes Pult oder so? Ich würde fast schon vorschlagen, dass wir einen Bullen umlegen und seine Uniform klauen. Den kriegen wir nicht kaputt. Und die Frage ist, ob der überhaupt eine Uniform fallen... ja doch, bestimmt. Ich bin hier bei der Filmcrew, aber... Ja, haben wir irgendwelche Waffen, um den kaputt zu... Nee, haben gar keine Waffen. Ich habe einen Besen. Runterspülen. Nee. Da dusche ich mich? Das ist so blöd versteckt. Ey. Ja, meinst du, wollen wir probieren, so einen kaputt zu schlagen? Ja, aber irgendwo ein, wo er sehr alleine ist. Ja, der hier hätte ich jetzt. Ja, nee, jetzt nicht mehr. Doch, der ist doch allein, oder? Wie kommt der durch die Türen durch? Ja, ich glaube, wenn du ein Bulle bist, kannst du durch die roten Türen gehen. Ja, aber ich komme ja auch nicht durch die Türen, wo die Filmcrew reingeht, obwohl ich den... Trainieren. Ah ja, fix. Bevor wir den Bullen angreifen. Ich mache noch 50. Wenn's geht. Du fließt da immer Blitz. Ja. Boah, ich bin auf 48. Ah, vielleicht schaffe ich sogar auf 50. Ich bin auf 50. Okay. Oh, jetzt habe ich meine Kleidung ausgezogen. Nee, Kleidung. Hä? Verkleidung, Zivilkleidung, ja. Zeig mal. Oh, da prügeln sich. Boah, das sind zwei, fuck. Warte, komm. Komm mal. Der wollte flüchten, oder? Er sagt mir, du verlierst, aber flüchten. Ja. Den hab ich. Oh, da kommt ein Bulle. Ich bin zu müde zum Schlagen. Kann ich hier... Ohne mich würde ja nichts laufen. Ich kann... Es ist voll blöd, dass ich die Filmcrew nicht angreifen kann. Scheiße, ich habe einen geschlagen und jetzt jagt mich die Polizei. Schaffst du es zu entkommen? Scheiße. Komm, schlagen wir den.
Wo bist du denn? Der mich jagt. Oh nein. Ich bin auf dem Weg zu dir. Komm hoch, ja. Ich geh weg. Da, siehst du? Locken wir ihn ja, raus. Ja. Locken wir ihn raus. Oh, der macht. Ja, der macht einen Schlag, Digga. Ich bin tot. Ist richtig aggressiv, hä? Ja? Nee, scheiße, ich hoffe, die nehmen jetzt nicht die Uniform weg. Vielleicht kann ich sie nehmen. Nee, du bist schon weg. Ja, ja, ja. Dieser Bulle nervt, Mann. Geh doch weg. Okay, das haben sie mir nicht weggenommen, aber ich habe keine Leben mehr. Zivilkleider. Meinst du, ich soll mal schnell im Internet gucken so? Nein. Oh, wir könnten es aber die ganze Zeit so machen. Ja, der. Du musst. Kannst du den seinen Schlag blocken? Ach so, ja, vielleicht. Mit rechter Maustaste? Ich bin ja, aber ich nehme mir trotzdem Leben weg, dieser Arschloch. Ja, aber mich tut er mit einem Schlag. Ja, gut, ich habe auch kaum Leben. Ich habe trainiert. Wo bist denn du? Ich komme zu dir. Ah, du bist tot. Ich habe noch etwas gefunden. Unten rechts ist so ein Arbeitsamt, irgendwas. Beim Arbeitsamt? Nee, unten rechts, da wo du jetzt bist, einfach unten rechts. Okay. Stimmt. Ja, das ist einfach so ein Lehrerzimmer gibt's, oder gibt's so. Dort, gibt's dort eine Uniform? Ich gucke hier mal im Schreibtisch nach. Nee, hier habe ich aber Nägel und so gefunden. Nee. Ich glaube, wir müssen ein bisschen die Schreibtische durchsuchen, welche Sachen wir hier finden. Kann sein, ja. Oder bei jemand anderen in den Ding rein da. Mittagszeit. Ich verstehe das nicht. Also, ich wette, in dem Tutorial hätten sie schon ein bisschen mehr erklärt, wie das funktioniert, was du hier alles machen musst. So, ich habe mal genug ausgeruht. Also durch die lilanen Türen kommen wir, durch die normalen grauen auch. Was ist denn das hier? Handel. Schusterei, Post sortieren. Malerei. Ja, hab keinen Bock auf Jobs. Wo ist denn die Filmcrew? Was ist eigentlich das hier? Ah, hier brauchen wir eine Karte anscheinend, um da reinzukommen. Schlüsselkartentaste. Hinsetzen. Triff die Filmcrew. Ich laufe jetzt mal den ganzen Tag der Filmcrew nach. Ich glaube, die suchen jetzt nach mir mit einem Hund. Bin mir nicht sicher. Weinen ist erlaubt. Wenn die hier hochkommen, verstecke ich mich in dem Schrank. Oh, ich bekomme 40 Münzen, wenn ich jemanden verprügle. 40 Münzen? Ja, ja. Ich habe mir Respekt beschafft hier. Und der ist gar nicht mehr so weit weg. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die Uniform her habe. Ich glaube, ich habe die aus einem Tisch, glaube ich, gell? Boah, aber der ist voll stark, ey. Die Polizist schlägt ihn. Oh, da kommt der Polizist mit dem Hund. Kommt der hier rein? Die Polizistin hat ihn totgeschlagen. Nee, kann er mich überhaupt finden? Ich glaube nicht, gell? Wenn ich jetzt hier an dem vorbeilaufe. Wenn du jemanden umhaust, kannst du ihm Items geben. Ah, damit die Polizei, wenn sie ihn durchsucht, die Sachen findet. Ah, shit, ein Polizist jagt mich. Arbeitszeit. Ey, jemand durchsucht meine Zelle, was soll das? Scheiße. Gib mir mein Geld, Mann. Der findet mich nicht, oder? Ey, es zählt nicht, wenn der Polizist sie kaputt schlägt. Okay. Du musst schon selber. Aber das mit dem Schutz funktioniert ganz gut. Also wenn sie dich schlägt, schützt du dich kurz und dann schlägst du. Ja, geht perfekt. Polizist oder meinst du das einen normalen? Einen normalen. Ja, aber Polizist ist nicht geschlagen. Dresche. So, wo hat sich mein Auftraggeber versteckt? Von dir lassen immer unterschiedliche Sachen fallen, ist noch cool. Ah, das bist du, ich wollte dich gerade schlagen. Langsam. Bist du in meinen Gefahren? Wir müssen wieder irgendwo hin, gell? Arbeitszeit. Oh, ich hab 4,5 Sterne, Alter. Ne, 3,5. Weil ich zu keiner Zeiterte aufgetaucht bin. Oh, ich hab plus Hund plus Sportzeit. Ich bin am Jonglieren. Oh mein Gott, ich verstecke mich in dem Schrank und hier sind 5 Bullen drin.
Sehen sie dich nicht? Nee, die sehen mich nicht. Ich muss jetzt echt mal schnell... ich muss echt mal schnell nachgucken. Was wir hier machen müssen, das geht ja nicht. Also. Was für ein Bizeps. Dum, 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 dum. Schauen wir mal. Mein Auftraggeber ist verschwunden. Dum, dum, dum. Wo ist der hin? Ich finde ihn nicht. Habe ich das Geld schon bekommen? Das war schon bekannt. Ja, ich will doch wissen. Ich habe jetzt mal Geld bekommen. Ich gehe auch mal das machen mit dem Triptico. Ja, mach das mal, genau. Ach, ich will eigentlich nicht nachgucken. Ich will das selber rausfinden. Vielleicht geht's ja gar nicht. Vielleicht musst du das machen. Duschzeit. Ja, vorbei. Ja, super. Jetzt habe ich 4 Sterne, ey. Ja, ich auch. Du kriegst, glaube ich, dieselben Sterne, die ich auch habe, weil wir im Team spielen. Danke. Bitte schön. Immer wieder nett, wegen dir Probleme zu haben, ey. Alles gut, alles gut. Also, ich gehe mal... Wo war das? Zweiten Stock? Ersten Stock? Im zweiten. Ersten. Im zweiten. Ersten? Was jetzt? Im ersten. Ich habe einen Besen bekommen, den kannst du als Waffe benutzen. Wischmob. Ich habe hier etwas gefunden. Handeln, Jobbörse. Schusserei, Post sortieren, Abfallbeseitigung, Malerei. Trifft die Crew. Du kannst dich hier für einen Job bewerben. Schusserei. Ich mach mal Malerei. Ich dachte, er greift mich an. So. Oh mein Gott, ich habe jetzt einfach 4,5 Sterne. Ja, super. Du auch? Jetzt verliere ich meinen Job wegen dir. Und der Hund kommt auf mich zu. Ey, du kannst dich sogar gegen den Hund wehren, aber ist viel schwieriger. Du kannst auch den Schlag vom Polizisten blocken. Die Häftlinge haben einen Aufstand. Ich habe gleich einen Polizist besiegt. Ich habe ihn gekillt. Cool. Ein Polizist. Oh, da kommt noch einer. Oh, ja, nee. Der Täter hat mich gekillt. Aber der hat keine Uniform liegen lassen. Ich habe einen Polizist killen können. Der hatte nur Handschuhe und so. Da hat einer einen Schlüssel. Habe ich gerade gesehen. Ah, ich muss mich kurz ausruhen. Also wenn wir in dem Part nicht ein bisschen weiterkommen, dann werde ich nachher nochmal im Internet ein bisschen gucken. Weil irgend so welche Tipps oder so ein kleines bisschen, nur das Tutorial mal schnell allein spielen. Ey, siehst du dort unten rechts? Da hat ja, voll! Den will ich jagen! Nein, die Tür ist zu! Ja, wir müssen warten. Aber wir sehen ihn, auf der Karte. Das ist ein Wachmann! Der hat so eine Keykarte wahrscheinlich. Ja. Oh, dann müssen wir das Leben voll aufladen. Du musst die Schläge vom Wachmann blocken, dann geht's. Oh, die haben mir alle Items weggenommen. Oh nee. Wie lange müssen wir warten? Oh, 2 Minuten, Alter. Was bringt eigentlich Kartoffeln schön? Ist die Zeit schneller vorbei? Ah ja, könnte man mal probieren. Nicht jetzt. Hat keinen Bock. Ah, ich bin drauf. Wegen was? Ah ja, von Kartoffeln geht die Zeit schneller vorbei. Aber der Wachmann ist jetzt hier unten. Warte, ich komm zu dir. Der Wachmann ist jetzt da unten. Mach auf! Ja! Gut. Gibt's vielleicht noch einen Wachmann mit dem Schlüssel? Ah, er ist glaube ich raus, oder? Nee, ist noch drin. Er ist dort unten. Ich guck mal, dass ich mir schnell eine Waffe oder irgend sowas besorgen kann. Ja, so eine. Ich hatte vorhin einen Besen, der war mega stark. Ich geh mal in die anderen Zellen schauen, was es da gibt. Ja. Aber bloß nicht in meine. Geh weg.
Das ist das deine hier? Ja. Oh, das habe ich nicht gewusst. Ich habe ein Familienfoto geklaut. Habe ich nicht gewusst, aber habt Items genommen, ja. Milch. Dun, 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 dun. Baseball als Waffe. Kannst du ihn benutzen? Vielleicht kannst du ihn werfen. Ich probier mal. Komm mal her. Nee. Ich habe einen Stock gefunden. Waffe, Zutat. Immer noch besser wie gar nichts. Ein Schlagstock. Jetzt habe ich so einen Knüppel. Ah, ich habe auch einen Baseball gefunden. Wenn wir den... Ah, nee. Ja, nee, okay. Vielleicht nehmen wir mal den. Abwehr. Wo ist jetzt der mit dem Schlüssel? Ach, ganz da unten. Was ist das eigentlich für eine Taste? RMT. Abwurf. Rechte Maustaste. Nee. Ich habe jetzt so eine Pfeile. Mhm, das ist aber nur eine Zutat, glaube ich. Die habe ich auch. Ah, hier ist der Besen, wo Schaden macht. Die war recht stark gewesen. Sehr gut, okay. Jetzt müssen wir eigentlich nur warten, bis der Typ da unten rauskommt. Ja. Spaß, lass uns ins Bett legen, da geht die Zeit schneller rum vielleicht. Okay, komm. Schau ich mal, ob du was geklaut hast. Deine Zelle nicht oben? Ja, stimmt. Oh, vor allem ich lauf, nicht mal... Nee, meine Zelle ist nicht oben. Vor allem ich lauf nicht mal mit meinen Gefängniskleidern rum, dass die hier nichts sagen. Ich kann mich ja auch hier reinlegen, oder? Aber bekommst du trotzdem Sterne? Nö. Oh, geh mir zu Appell, komm. Da darfst du nicht schlafen. Wir müssen ja nur kurz hier sein, bis der Haken kommt. Ja. So, jetzt. Oh, du kommt der mit dem Schlüssel hier hoch? Ich schau mal, wo der ist. Ja, der ist... Ah, jetzt ist der rechts. Der ist anscheinend hier am Rumlaufen. Bei den Hunden ist der gerade. Ja, aber da kommst du auch nicht rein. Ah, dieser Typ. Wieso gerade jetzt? War der schon die ganze Zeit da und wir haben den nur nicht gesehen? Nee, der war irgendwo am Rumlaufen. Wachmann Wood. Hä, der wird schon irgendwann rauskommen. Es gibt eine Lüftungsetage, hast du das gesehen? Wo siehst du das? Ich geh mal, Lüftung. Geh mal in die zweite Etage und probier mal nochmal hochzugehen. Ja, aber da musst du auch reinkommen irgendwie. Die wird ja wohl ganz oben sein, die Lüftungsetage. Zurück zur Zelle. Oh. Da müssen wir hin. Ja, das ist jeden Tag vorbei, da kommt er vielleicht raus. Wo war denn nochmal meine Zelle? Egal, du siehst es halt am Haus. Die Zellen sind alle zu jetzt hier. Guck, du kommst hier nicht rein. Ja. Um die Zeit, ja. Ah, hier war meine Zelle. Oh, ich glaube, er geht jetzt raus. Ja, leg dich schnell schlafen. Ich bin schon. Ah, tipptopp. Okay, ich stehe auf. Ah, nee, ich komme noch nicht aus der Zelle. Okay, jetzt, hä? Ah, ist auch zu früh. Ah, Mann, da geht immer noch nicht raus. Jetzt noch schnell zum Appell. Ey, der war die ganze Zeit draußen. Und jetzt nicht mehr? Jetzt kommt er nicht mehr. Wo ist denn der jetzt? Hä, wo ist der jetzt? Der ist aber nicht mehr da unten. Ach doch. Der ist ganz unten. Oh, jetzt geht raus. Ja, ja. Geh, geh, geh. Ja. Los, lass uns gehen. Okay, wo lang? In diese kleine Ecke. Ja, ich hab ihn. Schlange. Oh, der ist so stark. Oh, ich komm. Verdammt. Den schaffe ich. Ja. Du hast mich fast getötet, Alter. Ja, was er hat einen Schlüssel. Ja, ich hab den Schlüssel. Warte kurz. Nägel, Schlüssel nehmen. Ja, Schlüssel habe ich. Ich tue ihm etwas unterjubeln zusammen und nehme dann sein Getränk. Medikit. Ich gebe ihm so scheiß der Kamm und nehme seinen Saft. Oh nein. Oh. Was ist? In unserer Zelle. Das ist, weil ich... Oh, nee. Ich hab 5 Sterne, fuck. Ich auch. Wenn die dich erwischen, verlierst du den Schlüssel. Nein. Der Hund hat hier... Der Hund hat so einen Schlüssel über dem Kopf. Die jagen dich. Was ist denn hier los? Nein. Den Wachmann hab ich. Scheiß Hund. Geh weg, Mann. Nee, ich verliere den Schlüssel. Oh, die Hunde kann man gar nicht angreifen. Ah, fuck. Er hat meinen Schlüssel wahrscheinlich jetzt. Ey, kannst du mich ausrauben? Komm schnell. Ich bin tot. Fuck. Ich hätte den Schlüssel schnell in irgendeine Box reintun sollen. Nee, er hat mir den Schlüssel weggenommen, der Hund. Scheiße. Ich glaube, die merken das. Am besten ist, den Schlüssel nehmen und gleich irgendwo verstecken. Scheiße. Oh Mann. Scheiße, Mann.
Okay, Digga, aber wir sind jetzt auch schon fast bei einer halben Stunde. Ich würde sagen, dass wir beim nächsten Part probieren, den Schlüssel zu holen. Okay. Ja, Leute, war wieder mal eine lustige Folge gewesen. Wir haben zumindest ein klein bisschen mehr erfahren, wie es weitergeht. Wir müssen den Schlüssel anscheinend jetzt mal, also auf jeden Fall probieren wir jetzt den Schlüssel mal zu holen. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen mit mir und Cynix. Und ich hoffe, ihr schaltet auch zum fünften Part von der Escapist ein. Ja, ich werde trotzdem jetzt in der Freizeit auch mal vielleicht ein bisschen gucken, wie so das Spielprinzip hier funktioniert und was man hier so machen muss und so. Und ja, keine Ahnung, Cynix, willst du noch irgendwas sagen? Er ist nicht mehr auf der Map, dieser blöde Bulle mit dem Schlüssel. Echt jetzt? War echt, war vielleicht neu. Ja. Vielleicht kommt er nicht zur speziellen Zeit oder so. Ja, falls ihr es seht, meldet uns in den Kommentaren. Wir sehen uns demnächst. Genau, Leute. Beim nächsten Part. Bis dann. Ciao. Ciao. Haltet die Ohren steif, Leute. Ciao.